So, ein neues Jahr, ein neuer Frühling. Herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns in Jahr 3 und Unigost, der erbarmungslose Kastellan, der will natürlich wieder Steuern von uns. Wir gucken mal, wie viel müssen wir denn bezahlen? Das sehen wir hier gar nicht. Moment, wir müssen ins Tagebuch. Nee. Hier, Steuern zahlen. 811. Okay, das können wir sogar instant bezahlen. Das ist gut. Dann, hallo Frau, wie geht es dir? Hallo Göttergatte. So wurde ich aber auch lange nicht begrüßt. Hello, hello, hello. So, deine Stimmung ist nicht so pralle, ne? Aber gut, okay. Das ist nicht so schlimm. Solange deine Zuneigung hervorragend ist, Ludomira, dann ist mir deine Stimmung scheißegal. Nein, so ist es nicht. Aber ich würde dich ganz gerne mal um Gefallen bitten. Und zwar könntest du mal bitte zum Kastellan gehen und dem unsere Steuern bringen. Sehr gut. Goodbye. Erledigt. So, Steuern haben wir bezahlt. Damit ist schon mal das Wichtigste erledigt. Ach, Steuern muss ich diesen Monat auch noch bezahlen. Ach nee, nächsten Monat. Weißt du, wenn ich muss Steuern bezahlen, ne? Also, das ist ja okay. Das ist ja auch alles richtig, dass ich meine Steuern bezahlen muss. Ist jetzt nicht so, dass ich das gerne mache, so im echten Leben. Aber was muss, das muss. Ne? Aber ich bezahle immer schön brav meine Steuern. Meine Umsatzsteuer und meine Einkommenssteuer. Ne? Aber dass ich meine Steuererklärung für letztes Jahr vor anderthalb Monaten gemacht habe und da immer noch kein Steuerbescheid zugekommen ist. Weißt du, wenn sie Geld bezahlen sollen, da haben die Zeit beim Finanzamt. Oh, da können wir uns mit der Bearbeitung Zeit lassen. Aber wehe, dein Konto ist mal nicht gedeckt, wenn die Steuern einziehen wollen. Da kriegst du zwei Tage später direkt die erste Mahnung. Und eine zweite Mahnung gibt's nicht. Da schicken sie nämlich direkt den Steuereintreiber. Uiuiuiui, sag ich euch. So. Ah, sollte ich vielleicht auch mal machen. So, wir ernten mal das Feld, weil unsere Jungs und Mädels haben ja noch gar keine Sichel. Gut, der Plan für den Frühling. Was ist der Plan für den Frühling? Geld verdienen. Wir brauchen ein Schwein. Noch ein zweites. Ein Schwein alleine wird lange nicht glücklich sein. Wobei, wisst ihr was? Wir müssen doch gar nicht mehr selber. Wir haben doch jetzt eine Schmiede. Wir bauen einfach ein paar Sicheln, dann kann das meine Ehefrau erledigen. Was soll ich mich denn damit abmühen? So, für Sicheln brauchen wir mit Sicherheit Holzstämme. Nehmen wir mal 5 und... Ja, Steine kann ich mir auch gut vorstellen. Keine Ahnung. Nehmen wir mal 20. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, was die kosten. Da. Ah, ihr braucht Stöcke und Steine. Ah, ist auch okay, dann bringen wir die Baumstämme wieder weg. Ist mir sogar lieber, dass wir Stöcke dafür brauchen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sichel da... Naja, okay, es ist halt auch nur die billigste Sichel, die es gibt auf dem Markt, ne? So eine Sichel aus Stöcken kommt mir halt nicht allzu stabil vor. Und was ich ja auch schon wieder fast vergessen habe. Und ihr erinnert mich auch nicht dran, Chat. Wir müssen ja den Kräuterschuppen wieder neu einstellen. So, und zwar machen wir... Breitwegerich können wir in 3... Jahreszeiten abbauen und Löwenzahn nur in 2. Deswegen machen wir hier 70% Löwenzahn, 30% breitwegerisch. So. Okay. Was würde ich nur ohne Kaffee tun, Leute? Ich würde zugrunde gehen. Ist einfach so. Nee, den Tisch brauche ich mal auch gerade, bitte. Dankeschön.
Haben deine Feldarbeiter Saattaschen? Sollten sie. Können wir aber gerne gleich nochmal checken. Wir sollten sowieso Werkzeuge, das darf ich auch nicht vergessen, nochmal Werkzeuge zu checken, gerade am Anfang. Wenn wir nachher mal irgendwann mehrere Schmiede haben, dann können wir von denen das Werkzeug komplett herstellen lassen. So. Ja, ein paar Säckchen haben wir noch. Wir haben noch Säckchen. Wir haben noch Hämmer, wir haben noch Steinäxte und wir haben noch Steinmesser und wir haben Steinsicheln. Sollten alle versorgt sein. So, Forus, grüß dich. Achso, und wir haben ja den Grabungsschuppen fertig gebaut. Haben wir da schon jemand eingestellt? Nee. Oh, seit wann kann man denn im Grabungsschuppen zwei Leute einstellen? War das schon immer so? Konnte man da nicht immer nur einen einstellen? Also nicht, dass ich mich beschweren will, ne? Achso, da brauchen wir aber erstmal einen Mitarbeiter für. Das ist okay. Da werden wir uns jetzt gleich erstmal als nächstes drum kümmern. Und da hätte ich gern hauptsächlich Steine. Wobei, wir können ja mal 90% Steine machen und 10% Kalkstein schon mal so ganz, ganz langsam vorarbeiten, wenn wir dann die besseren Häuser haben und so. Neue Eimer hast du nur noch einen im Lager? Ja, weil die anderen Eimer voll sind. Mit Wasser. Das muss ich dann ab und zu mal. Ich habe aktuell niemanden, der automatisch Wasser befüllt. Das muss ich immer selber machen. Mach das, Will. Genieß das Wetter. Mach dir einen schönen Samstag. Und ja, bis in aller spätestens 2 Wochen. Ne? Aber ich denke mal, wir lesen uns vorher auf jeden Fall noch. Aber mach dir noch einen schönen Samstag. Da habe ich jetzt mal eine Frage zu den Werkzeugen. Legst du die nicht in die Kisten von denen, wo sie brauchen? Lässt du die im Versorgungslager? Genau. Also alles einfach immer die Lager rein. Die Kisten in den Betrieben, die sind einzig und allein dafür da, dass wenn dein Lager voll sein sollte und sie ihre Endprodukte nicht ins Lager bringen können, dann werden die in den Kisten zwischengelagert. Ansonsten brauchst du diese Kisten nicht. Du hast bei jedem Item, was wichtig ist, dabei stehen, in welches Lager das gehört. Materiallager oder eben Nahrungsmittellager. Und die NPCs holen sich das aus dem Hauptlager raus, wenn sie brauchen. Also du brauchst dir absolut nicht die Mühe machen, das immer in die einzelnen Lager einzuräumen. Sozusagen. In die einzelnen Hütten einzuräumen, sondern immer nur die Hauptlager nutzen. Ist viel, viel effizienter. Und vor allen Dingen auch übersichtlicher, wer jetzt noch welches Werkzeug zur Verfügung hat und so weiter. Also wie gesagt, diese Kisten in den Betrieben, die sind nur wichtig, wenn dein Materiallager mal voll sein sollte. Oder was du halt machen kannst, was eventuell am Anfang zumindest sinnvoll ist, Samen, Getreidesamen oder so, die kannst du direkt in der Scheune lagern, damit die nicht für andere Sachen verbraucht werden. Weil ich zum Beispiel tue ja jetzt noch Haferbrei herstellen. Das heißt, wir müssen natürlich im Auge behalten, dass wir auch immer genug Hafer zum Anpflanzen haben. Da könnte man das jetzt nutzen, weil aus der Scheune holt sich der Koch natürlich die Samen nicht raus, also die Haferkörner. Sondern da hat dann nur die Scheune drauf Zugriff. Da kann man natürlich so Sachen reservieren. Aber prinzipiell, wie gesagt, immer die Hauptlager nutzen. Ist eigentlich the way to go. Und Emma Sieger, grüß dich, hallo. Äh.
Und es ist halt auch direkt übersichtlicher. Du siehst, okay, das habe ich noch, das muss ich herstellen oder whatever. So, wir gehen uns jetzt als allererstes mal... ja, wir haben halt auch schon wieder kein Geld mehr. Wir müssten eigentlich irgendwas herstellen, um Geld zu verdienen, aber wir haben... Mit Rohstoffen sieht es halt noch eng aus, ne? Oder wie viel Leder haben wir denn mittlerweile wieder? Ja, da könnten wir nochmal was herstellen. Da könnten wir nochmal was herstellen. Oh, hier, warte mal. Das verdorbene Zeug nehmen wir uns erstmal kurz. Erstmal Dünger herstellen, fast vergessen. Viel können wir zwar nicht herstellen, aber wenigstens ein bisschen was. Alles klar, so. Ja, gerne, gar kein Problem. Also, wenn ihr Fragen habt. Also, ich weiß bei Weitem nicht alles über das Spiel, ne? Dafür spiele ich es nicht dauerhaft genug. Auch wenn wir natürlich viel, viel Erfahrung hier in dem Spiel schon gesammelt haben. Aber wenn ich kann, beantwortet euch gerne. Ansonsten immer raus mit den Fragen. Was ich nicht weiß, weiß der Chat. Ganz, ganz einfach. So. Wir versorgen jetzt erstmal die Leute ein bisschen. Ja, 14 Dünger ist natürlich überhaupt nicht die Welt. So. Ach, ich bin auch doof. Schnappen wir uns mal die 30 Holzschalen hier. Gucken wir mal, dass wir noch ein paar Eintöpfe kochen. Es ist halt. Der Scheiß Kohl ist halt so schwer. Ich bin immer noch so schwer. Mann, oh. Was habe ich denn? Ach, ich habe das Leder noch einstecken. Moment. Wir tun das Leder. Leder gehört hier zwar nicht rein. Wir tun das hier mal kurz zwischenlagern. Ja, alles klar, Damokles. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Samstag. Wieder kein Fleisch mehr. Ich meine, die können den Kohl ja auch roh fressen. Alles gut. Wir könnten den Kohl natürlich auch verkaufen. Oder den Haferbrei. Aber das ist mir einfach zu schwer zum Transportieren. Das macht ja auch keinen Sinn dann. So, dann nehmen wir das Leder da wieder raus. Das gehört da nicht rein. Die Holzschalen gehören da auch nicht rein. Was bringen eigentlich so Holzschalen im Verkauf? Ja, auch nicht so viel, dass sich das lohnen würde. Die rumzuschleppen. Aber wir wollten noch ein paar Taschen herstellen. Oh, und Leinsamen, die können wir doch auch verkaufen. Da brauchen wir doch nur 50 von. Das können wir auch verkaufen. Bin ich doof? Wo sind denn die Stöcke? Also es ist ja auch nicht so, dass das nicht alphabetisch sortiert wäre hier, ne? Mann, Onkel, ey. Ja, wir brauchen noch Dünger, dass sie die Felder hier auch komplett bepflanzen können jetzt hier, ne? Dafür müssten wir halt auch noch Geld ausgeben.
Aber so ganz, ganz langsam sollte ja jetzt die Produktion anlaufen. Von allen möglichen Dingen. Was mache ich denn? Die Taschen wollte ich nicht auspacken. Ach, bin ich doof. Stöcke wollte ich auspacken. Taschen wollten wir verkaufen. Ah, Tiernahrung haben wir auch nicht mehr allzu viel. Müssen wir nachher auch mal was herstellen. So. Ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, wir gehen mal hier hoch nach Denika, müsste das sein. Was haben wir hier eigentlich freigeschalten? Achso, das Materiallager. Fischerhütte könnten wir mal freischalten. Das wäre auch nicht so schlecht. Ja, ein Schweinchen kostet 1000 Münzen, ne? 1100 Münzen. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht. Sonst wäre jetzt wieder Wohnhaus bauen auf dem Plan. Aber ich glaube, wir machen gleich erstmal die eine Nebenquest da mit dem Getreide weiter. Ich weiß nämlich nicht mehr, was es da als Belohnung gab. Und einfach, dass wir auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Und nicht immer nur Holz hacken und so Zeug. Ist ja auf Dauer auch öde. Auch wenn es natürlich gemacht werden muss. Irgendjemand muss es halt machen, ne? Und im Zweifelsfall bin ich das. Was ist das denn? Ich bin jetzt extra hier hingegangen, weil ich gehofft habe, dass hier eine Frau rumsitzt. Keine Frau da zum Anheuern. Das ist ja belastend. Bist du ein Händler? Nee. Hello. Hello. Zeig mir deine Ware. I've got it. So, naja, immerhin 500 Taler für die paar Taschen gekriegt. Ne, kaufe ich jetzt Dünger? Only the best products here. Es ist günstiger, wenn wir Dung kaufen, ne? Dünger kostet 7,5 Taler pro Stück, Dung 3. Man braucht 2 Dung, glaube ich, um einen Dünger herzustellen. Da wäre dann der Dünger plus 6 Taler. Ja, wir brauchen den Dünger, ist wichtig. Das ist wichtig. Achso, pass mal auf, du kannst ja hier noch die Leinsamen. So, sieht das ja gleich wieder ganz. Jetzt hätten wir natürlich auch genug Geld für ein Schwein. Ah, was ist jetzt wichtiger? Schwein oder Dünger? Eigentlich Dünger. Was würde alles kosten? 200. Ja, komm, wir nehmen alles. Hoffentlich kann ich es tragen. Ja, kann ich. Okay. Have a good day. Kriegen die paar Münzen dann schon noch zusammen. Das müssen wir aber erst nach Hause machen, bevor wir die nach Hause bringen, bevor wir die Quest machen. Ich hoffe, dass mein Gedankengang jetzt richtig war, dass wir 2 Dung pro Dünger brauchen und nicht 5, aber ich glaube, es waren 2. Schwein macht Dung. Ja, das ist richtig, aber wir würden ja erstmal ein Ferkel, das würde ja trotzdem noch dauern, bis das Dung produziert. Und Zelsar, grüß dich. Langfristig ist das Schwein natürlich wesentlich sinnvoller, da wir den Dünger aber jetzt sofort brauchen, kam mir das so sinnvoller vor. Langfristig sind die Schweine. Wenn wir erstmal einen ordentlichen Schweinebestand haben, dann brauchen wir uns um Dünger überhaupt keine Gedanken mehr machen. Dann können wir den Dünger verkaufen. Ja, nee, Rabe hatten wir, glaube ich, schon. Wir müssen ja alle Vögel noch einmal töten.
Aber auch Raben hatten wir, glaube ich, schon. Ich meine, die 70 Dung, die wir jetzt gekauft haben, bringt halt auch nicht viel, ne? Das sind 35 Dünger. Bei 4 Feldern ist das nicht viel. Aber gut. Meine Frau wird schon was draus machen. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir schmeißen jetzt mal den Dünger da rein. Kohl. Was war denn jetzt das Kohlfeld? Da ist das Kohlfeld. Das setzen wir jetzt mal für den Frühling aus. Damit da jetzt nicht noch unnötig gedüngt wird. Hoffe ich. Wir haben noch Kohl. Es reicht, wenn wir im Sommer nochmal Kohl anpflanzen. So. Ja, so ist das Run. So, dann markieren wir uns mal die Quest. Das war das hier, ne? Genau. Ja, geil. Ich mach die Markierung halt weg. So, dann gehen wir da mal hin. Ich weiß ja, wo der Dude rumhängt. Nebenbei können wir ja noch ein bisschen jagen. Und Bären sammeln müssen wir. Aber dafür, das können wir an Tag 2 machen im Frühling. Wir gehen mal den Weg lang. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen Loot. Und Bären sammeln auch einfach nur um die über den Winter, über den Jahreszeitenwechsel, über den Winter, um die über den Jahreszeitenwechsel vergammeln zu lassen, damit wir schön Dünger haben in der nächsten Jahreszeit. So, ganz wichtig auch immer hier so an den Brücken schön gucken. Manchmal liegen hier so Säcke rum mit Loot drin. Heute mal gerade hier nicht. So, jetzt müssen wir erstmal Ausschau halten, weil ich weiß zwar, wo der Dude sitzt, aber man muss die Quest ja quasi erstmal triggern. Sprich, wir müssen erstmal gucken, hier muss irgendwo ein Blutfleck auf dem Weg sein. Es kann auch sein, dass das da oben auf dem Parallelweg... Nee, hier fängt's an. Genau. So. Jetzt müssen wir der Blutspur folgen. Schwuppdiwupp, geht hier auf dem Weg weiter. Da ist die nächste. Jagdgebiet Seeadler. Seeadler müssen wir auch noch einen killen. Sehen wir gerade einen? Da drüben. Ist das ein Seeadler oder ein Rabe? Das sieht irgendwie nicht aus wie ein Seeadler. Egal. Ja, doch, könnte Seeadler sein. Was warst du? Ein Seeadler. Die schönen Tiere. Viel zu schade, die zu töten. Aber krass, dass man 6 Fleisch aus so einem Vogel rauskriegt. Ich sag jetzt mal, aus einem Hasen, der ja vergleichbar groß ist, kriegt man keine 6 Fleisch. So, jetzt aber weiter hier Blutspur. Da ist eine Blutspur, da ist eine Blutspur. Da ist eine Blutspur. Ich glaube, so langsam müsste die Blutspur jetzt abbiegen. Genau. Das war keine Blutspur, das war ein Stein. Da, da, da. Okay, wir müssen aber nicht die ganze Blutspur folgen. Ich weiß ja schon, dass er da hinten am Wasser sitzt. Von daher ist alles cool. Ja, du bist verletzt. Ich glaube, ich habe nichts dabei, um dir zu helfen. Das tut mir auch jetzt schon voll leid. So, jetzt müssen wir wieder zurück in die nächste Stadt. So, gehen wir mal den Weg lang.
wir könnten natürlich jetzt auch versuchen, hier so einen Elch zu killen. Ich probier's mal, aber theoretisch mit dem Bogen und den Pfeilen, die wir haben, ist das ein endloses Spiel, diesen Elchen hinterherzulaufen. Ging aber dann doch zügiger, als ich dachte. Hatte ich gerade mal meine 5 Minuten... Was ist mit ihm denn los? Sieht schwierig aus. Hatte ich wohl gerade mal meine 5 Minuten, wo es geklappt hat mit dem Jagen. Mit dem Aim. Ja, fehlt noch ein Wiesent und ein Bär. Also ich weiß, wo ich die finde, aber das ist... Uiuiui. Wir machen erstmal die eine Quest, dann können wir uns um die andere Quest kümmern. Aber es wäre halt... Löwe hätte ich jetzt schon fast gesagt. Ich meinte Wolf. Ich laufe natürlich jetzt hier voll zwischen den Wölfen durch. Ein bisschen unlucky. Aber passt schon. Kann man ja davonlaufen. Ja, die Quests, da haben wir genug Zeit für. Die können wir so nach und nach immer mal, wenn wir in der Nähe sind, machen. Wobei die Quest, die wir gerade mit dem Wiesent und dem Bär und so offen haben, die ist schon relativ wichtig, weil wir da unser Gebäudelimit erhöhen können und Reputationspunkte bekommen, um neue Leute ins Dorf einzuladen. Ist schon nicht unwichtig. Sagen wir es mal so. Das Fleisch können wir mal hier lassen. Das müssen wir jetzt nicht mit uns rumschleppen. Ja, schade, dass wir nicht wirklich noch was zum Verkaufen haben. Wie viel Geld haben wir jetzt? Ah, viel fehlt uns nicht für das Schwein. Viel fehlt uns nicht für das Schwein. Ja, den Trank können wir noch verkaufen. Der bringt jetzt natürlich nicht so viel Geld. Federn bringen 3? Was bringt nochmal ein Pfeil? Ja, wir könnten noch ein paar Pfeile machen. Über die Masse verdient man da schon ein bisschen Geld. Wobei, wir haben nicht mehr viele Steine. Haben wir vielleicht noch ein paar Seeds, die wir verkaufen wollen? Rote Beete zum Beispiel brauchen wir nicht. Leinsamen haben wir schon verkauft. Kohlsamen können wir auch mal... 25 noch verkaufen. Karottensamen brauchen wir nicht. Ah, die Hopfensetzlinge, die bringt zwar... Oh, wobei, ganz ehrlich, die verkaufen wir auch. Es dauert noch so lange, bis wir Hopfen verarbeiten können. Mal sehen, für ein Schweinchen reicht's vielleicht. Hoffentlich gibt's da eine Frau, die wir anheuern können. Ist immer irgendwie ganz komisch. Es gibt immer entweder ab einem gewissen Punkt nur Männer oder nur Frauen in den Dörfern. Und meistens gerade immer das, was ich nicht gebrauchen kann. Einen Mann können wir halt aktuell keinen ins Dorf holen. Da müssten wir erst eine neue Hütte bauen. Ich meine, ich würde mir am liebsten direkt ein ausgewachsenes Schwein kaufen. Aber das können wir uns halt
momentan zumindest noch nicht leisten. Es wird ja, wenn die kleinen Schweine 1.100 kosten, kosten die großen doch mindestens 1,5. Wahrscheinlich eher 1,7. Oder kosten die nicht sogar das Doppelte? Dann kosten die 2.200 oder sowas. Mal, wir gucken mal. Was kostest du? Hör mal auf dich. Ja, 2.250, sag ich doch. How are you? Best goods in the valley. Ja, komm, jetzt habe ich sie mitgeschleppt. So. 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 Nochmal 1.500. Naja, dann kaufen wir uns halt ein Ferkel. See you soon. Müssen natürlich darauf achten, dass wir ein männliches Ferkel brauchen. So. Dann dauert das halt noch ein bisschen, bis die Dung für mich produzieren. Es ist okay. So, guck mal, hier haben wir doch eine Frau. Kannst du was? Landwirtschaft. Ich hätte halt eigentlich eher eine gebraucht, die abbauen kann. Aber ist egal, ich nehme dich. Kriegst du jetzt erstmal ein Haus zugewiesen? So. Tierzüchter, kann der abbauen? Nee, wie sieht denn das bei meiner Frau aus? Die können auch alle nicht abbauen. Ich wollte gerade sagen, wir könnten sie auch in die Näherei stecken, aber das ist leveltechnisch ja auch nicht sinnvoll. Oh, wir machen das folgendermaßen. Guck mal. Kasimir kommt in den Grabungsschuppen und dafür kommt Baldwina in die Jagdhütte. Dann haben wir einen guten Arbeitsplatzwechsel gemacht. So, jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich glaube, der braucht zum Herstellen, zum Arbeiten eine Schaufel oder sowas, ne? Ah, Spitzhacke und Schaufel braucht er. Okay, machen wir gleich, wenn wir wieder zu Hause sind, stellen wir da ein bisschen was her. Jetzt machen wir erstmal die Quest hier weiter. Wo ist denn der Dude jetzt? Der sitzt da am Lagerfeuer. Warum laufe ich denn weg? So, Roggenlieferung. Ja, wie gesagt, ich kenne das alles schon. Ich klick's mal durch, ich klick mal langsam, dann könnt ihr das lesen. Ansonsten auf YouTube könnt ihr ja pausieren. So, wir nehmen mal die Münzen. Wir müssen mal gerade so geizig sein und die Münzen nehmen. Davon. Greetings. Aber das ist super, dass du mir Münzen gegeben hast, mein Freund. Davon kaufen wir direkt bei dir ein. So. Nice. Take care. Jo, tschö. Mit den Münzen hätten wir uns jetzt vielleicht auch ein erwachsenes Schwein. Nee, komm. Ist schon gut so. Alter, der erste Tag schon wieder fast rum hier, ne? So, gucken wir mal, dass wir hier auf dem Heimweg vielleicht gleich noch ein paar Beeren, die wir schon mal sammeln können oder so. Da drüben. Potenzieller Dünger fürs nächste Jahr. Für die nächste Jahreszeit. Deswegen können wir hier auch ganz beruhigt die unreifen Beeren sammeln. Wir wollen sie ja eh nur zum Vergammeln.
Ja, ich weiß, ich überlade mich gerade, aber die paar Bären hier können wir schon noch mitnehmen. Sind wir halt ein bisschen langsamer auf dem Heimweg, aber so viele Büsche sind das hier eh nicht mehr. Du bist schmutzig. Oh, wo kommt denn der Wolf her? Das ist jetzt belastend. Ich glaube, überladen kann ich dem nicht wegrennen, oder? Doch, kann ich. Okay. Hätten jetzt auch töten und zerlegen können, aber dann wären wir ja noch überladener gewesen. So, direkt mal zuerst in die Scheune. Den Dung, den wir gekauft haben, verarbeiten. Reicht halt am Ende nicht mal für ein Feld, ne? Das ist... schon krass. So, du trägst zu viel. Ja, ja, ja. Wir gucken mal kurz, wie... Okay, hier hast du schon gedüngt, aber noch nicht... Ah, ich glaube, wir müssen unserer Frau hier am zweiten Tag mit den Feldern mal noch ein bisschen helfen. Hast du hier schon gesät? Nee, hast du auch nicht. Uiuiui. Okay, das Feld haben wir ja ausgeschalten für die Jahreszeit. Wir mal. Müssen wir im Auge behalten, dass wir da vielleicht noch ein bisschen helfen müssen. Stöcke. Okay. Ich mach euch mal... Oh, ihr habt die ganze Zeit Gamma angehabt, lol. Vergesst das. Ja, kann ich schon für euch immer hell und dunkel machen, je nachdem, ob Tag oder Nacht ist, und vergesse es dann die ganze Zeit. Aber ist euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Inventar. Wir schmeißen hier die Bären schon mal raus. So. Können die schon mal vergammeln. Okay, wir müssen noch nach Hornika. Ja. Wir machen jetzt einfach mal Quest. Was zu essen nehmen wir uns mal noch mit. Wir werden jetzt also nicht schlafen, sondern wir nutzen die Nacht. Essen wir mal ein bisschen Kohl. Und nehmen uns noch die zwei Haferbrei mit. So. Und dann gehen wir mal am Wasser lang. Ah. Können wir uns da gleich mal waschen? Und B, können wir gucken, ob hier ein bisschen Loot am Wasserrand liegt. Ist halt auch schon wieder ganz schön finster. So, da wo so Gestrüpp ist, liegt eigentlich nichts am Wegesrand oder am Ufer.
Ich mag die Idee mit dem Kohl zu Dünger in diesem Spiel. Smart gelöst. Wie meinst du das? Ja, man kann auch den Kohl verrotten lassen, ja. Weil man kann alles verrotten lassen. Also das ist ja prinzipiell... Das ist prinzipiell schon echt gut, ne? Du kannst halt Sachen verrotten oder wenn dir halt Sachen wegen Überproduktion verrotten, das ist ja dann immer die Frage, ob man gezielt verrotten lässt oder, ne? Dass man das weiterverarbeiten kann zu Dünger, das macht schon Sinn. Da gebe ich dir recht. Ja. Aber aktuell lasse ich den Kohl erstmal zum Essen. Weil wir auf den Kohl als Nahrung, glaube ich, nicht so angewiesen sind, aber... Ja, generell, gerade am Anfang ist das halt hilfreich. Wie gesagt, wenn du einen gut funktionierenden Schweinestall später hast, ist das halt überhaupt kein Thema mehr mit Dünger, ne? Doch, ich habe einen Koch. Aber ganz ehrlich, ich meine, wir sind in Jahr 3. Der Koch ist nicht so gut gelevelt, dass der mein Dorf alleine versorgen kann. Ich muss da schon immer noch mal ein bisschen zuarbeiten. Wobei, aktuell kriegt das, glaube ich, noch ganz gut hin. Tiere hole ich immer als letztes ins Dorf. Nee, finde gerade, also Schweine vor allen Dingen sind halt extrem wichtig, was die Düngerversorgung angeht. Die hole ich immer so schnell wie möglich. Der Rest, der kann ein bisschen warten, aber Schweine immer so schnell wie möglich. Dann hat man damit keine Sorge einfach. Aber ich kaufe halt auch immer Ferkel, das dauert dann ja eh eine Weile, bis die erwachsen sind und bis da die Produktion ordentlich läuft. Deswegen plane ich das auch schon immer ein bisschen eher ein. Ne? Wenn wir als erwachsene Schweine gekauft hätten. Dann wäre das dahingehend natürlich ein bisschen besser gewesen. Ah, das ist das verdammt finster hier, ne? Ihr habt es ja heller als ich. Kein Loot hier auf der Flussseite. Ist ja unfassbar. Auf dem Rückweg nehmen wir die andere Flussseite. Aber gut, da hat halt auch jeder eine andere Herangehensweise, ne? Das ist ja, da gibt's ja auch kein richtig oder falsch in dem Sinne, finde ich. Klar, es gibt halt immer einen Weg, der am effizientesten ist, aber ganz ehrlich, ich spiele ja nicht unbedingt das, was am effizientesten ist, sondern ich spiele halt so, wie ich Bock drauf habe, ne? Und das ist ja das Schöne, dass das jeder so machen kann, wie er möchte. Ein bisschen Mehl. Ah, guck mal, 3 Dünger. Ist nicht viel, aber es hilft. Haben wir schon eine Ente getötet, seit wir die Quest haben? Keine Ahnung. Habe ich sie getroffen? Bestimmt. Aber unter Wasser kann man die so schlecht... Okay, wir sehen erstmal gar nichts. Okay, wir haben sie auf jeden Fall gekillt. Ja, ich koche zum Beispiel kaum mit Eier. Hühner habe ich dann meistens eher wegen den Federn oder Gänse. Eier ist da eher so ein Nebenprodukt. Aber gut, braucht man dann später mal so für die Heroldsquests, wenn man bestimmte Essenssachen, aber für die Dorfversorgung, sage ich jetzt mal, tue ich Eier so gut wie gar nicht benutzen. Aber wie gesagt, das ist halt das Schöne, da hat ja halt jeder einen anderen Weg ranzugehen, ne? Ich lasse zum Anfang Fisch kochen und sperre Nahrung für den Verzehr. Wie? Du sperrst Nahrung für den Verzehr? Achso, damit du mehr zum Verkaufen hast oder mehr Dingens hast, ja. Ja, wie gesagt, kann man ja machen, wie man will. Ja, Fisch können wir noch nicht. Ich glaube, ich habe die Fischerhütte noch nicht freigeschalten. Aber Fischerhütte ist zum Beispiel ganz cool, wenn man dann später den Salzfisch machen kann oder den getrockneten Fisch. Den kann man ganz, ganz okayisch verkaufen. Habe ich das mittlerweile freigeschalten? Nee, habe ich noch nicht freigeschalten. Ich finde, das levelt am langsamsten. Aber auch, weil ich immer keinen Bock habe, jagen zu gehen. Aber das ist halt auch das Schöne an solchen Spielen. Man kann es halt so machen, man kann es so machen.
Jeder macht es ein bisschen anders und trotzdem kommt man halt klar mit seinem Dorf. Das ist das Schicke an solchen Spielen. Ja, aber ganz ehrlich, Fallen, ich stelle die Fallen dann nochmal auf und dann vergesse ich die. Das ist halt auch so ein Ding. Aber ja, Fallen sind da, die geben ganz gut XP dafür, dass man das so nebenbei machen kann, ne? Ach so, meinst du das, Cäsar? Ja, das ist natürlich auch wahr, ja. Wie lief dein Training gestern in 7 Days? Ja, was heißt Training, ne? Training ist ja übertrieben ausgedrückt. Ja, man findet sich wieder so ein bisschen ins Spiel rein, ne? Ich habe ja eine Weile schon kein 7 Days mehr gespielt. Da war das schon ganz gut, dass wir mal wieder so ein Ründchen gemacht haben. Nächsten Freitag geht's ja weiter in 7 Days. Mit den anderen zusammen. Wie viele Tage haben wir gestern gespielt? 4 oder so. Der Anfang ist immer so ein bisschen zäh bei 7 Days, wenn die Ausdauer noch nicht so geil ist und dies und das. Aber ich bin nicht gestorben, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber keine Angst, beim Charity-Event werden wir ganz viel sterben. Und das ist auch gut so. So muss das sein. Und grüß dich, Tiger. Nee, hat Spaß gemacht, mal wieder 7 Days zu spielen. Vor allem mit Twitch-Integration ist das halt ganz witzig. Ich finde die Hitboxen bei den Zombies teilweise dumm. Hä, wo bin ich denn hingelaufen? Dass ich am Karten... Bin ich an der Stadt vorbeigelaufen? Oh, lol. Ich bin halt eiskalt am Dorf vorbeigelaufen. Oh. Ja, das ist halt so der Netcode. Der Netcode bei 7 Days. Vor allen Dingen, wenn du auf dem Server spielst. Die haben halt Ultra-Gummi-Arme. Das ist halt schon immer so in 7 Days. Da gewöhnt man sich dran. Aber ja, gebe ich dir recht, ist schwierig. Da ist leider die Latenz oder... Ja, Latenz ist es ja gar nicht. Die Lokalisierung sozusagen ein bisschen schlecht gemacht. Hat einfach eiskalt an der Stadt vorbeigelaufen. Meine Güte, ey. Ich und mein Orientierungssinn. Ja, das stimmt. In DBD ist das auch nicht anders. Ja, DBD ist ja nicht so meins. Also, nicht mehr. Früher habe ich das auch sehr viel gespielt, aber mittlerweile sehe ich da gar nicht mehr durch. Aber wer auf DBD steht, da kann ich nur die liebe Mill empfehlen. Die macht da sehr coole Streams. Gerne da reinschauen. Hey Robert, grüß dich. Mill und Konsorten sind da auf jeden Fall wesentlich begabter als ich. Ich habe irgendwann mal mit Dead by Daylight aufgehört und da finde ich einfach auch nicht mehr rein. Das ist mir mittlerweile viel zu viel, was da an neuen Sachen gekommen ist. Ehe ich mich da wieder reingefitzt habe, welcher Survivor jetzt was macht und keine Ahnung, das muss nicht sein. Das muss absolut nicht mehr sein für mich. Ich fand das früher, ganz, 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 ganz früher, als das rauskam, war das noch cool. War ja auch eins der ersten Spiele, die bei mir auf dem Kanal mitgespielt wurden, Dead by Daylight. Ach, damals noch zusammen mit Queenie und so. Als man noch
die Lobbys über die Steam-Region ein bisschen steuern konnte. Das war auch, das war witzig. Eigentlich machen alle Survivor das Gleiche. Ah ja. Schön in Venezuela. Ja, wir haben immer mit Australien oder Südafrika gespielt. Aber wir haben keine Punkte gefarmt. Wir haben halt trotzdem ernsthaft gespielt, aber so konnte man halt ein bisschen mit der Community zusammenspielen. Das war halt mega nice. Damals konnte man sich die Errungenschaften noch ercheaten, heute ist das Fleiß. Naja gut, wir haben uns ja trotzdem nie was... Wir haben ja trotzdem ernsthaft und ehrlich gespielt, ne? Das muss man ja dazu sagen. Wir haben uns ja da nichts irgendwie... Wir haben uns ja das Leben deswegen nicht leichter gemacht. Wir haben das ja nur gemacht, damit wir mit dem Chat besser zusammenspielen konnten und so. Und hatten dadurch natürlich als Killer jetzt nicht so viele Camper und sowas, weil die Leute sich aus dem Chat natürlich gut benommen haben. Da wurde nicht blöd rumgecampt oder Zeug gemacht. So, haben wir die Quest auch abgeschlossen. Okay, wir müssten noch zu Mathilda wegen dem Trinkschlauch von Alvin, aber ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock, das zu machen. Wir wollten auf der anderen Flussseite zurücklaufen, wegen Loot, ne? Der arme Alvin bleibt durstig, ja. Könnten wir natürlich, also ich weiß ja, dass da hinten Wiesent unterwegs sind. Wir könnten natürlich den Wiesent versuchen zu killen, aber ganz ehrlich. Wiesent ist halt auch so ein schwieriges Thema und die machen halt richtig dolle Aua, wenn die dich treffen. Pass mal auf, ehe wir uns hier die Alvin-Quest, wo ist denn noch, das ist das Großwild? Hä, wo ist denn die Nebenquest hin von der... Oh, ist die schon abgelaufen? Hatte ich da nur eine Jahreszeit für Zeit oder so? Wir hatten doch von der einen Erfinderin da eine Quest mit, dass wir die ganzen Vögel töten sollen. Oh, ich habe gedacht, da habe ich auch länger für Zeit. Na, da habe ich natürlich wieder mächtig gefehlt. Purple Haze, grüß dich. Vergiftete Pfeile für Wiesent? Ja, kann man machen. Wobei ich muss ganz ehrlich sein, dass ich finde, dass die vergifteten Pfeile gar nicht so viel besser sind als die normalen Pfeile. So von meinem Erfahrungsschatz. Aber klar, ne, jeder Schaden hilft da so ein bisschen. Aber ich fand, zumindest wo wir das letzte Mal gespielt haben, hat sich das nicht wirklich gelohnt mit den vergifteten Pfeilen. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen... subjektiv. Ich habe da keine wissenschaftlichen Studien für gemacht, sagen wir es mal so. Ja, du, jeder fängt mal irgendwann mit dem Spiel an, ne? Bei Wiesent und auch bei Bären ist es halt wichtig, sage ich jetzt mal... ja, möglichst High Ground und möglichst irgendwie eine Stelle finden, wo die nicht an dich rankommen.
so, ich sag jetzt mal so, in freier Wildbahn, auf freier Fläche ist halt wirklich schon schwer, gerade mit den Anfangswaffen. Wenn man dann später vielleicht einen Recurve-Bogen oder einen Langbogen und mit Eisenpfeilen und so weiter, dann ist das natürlich wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. Oder mit der Crossbow. Wobei ich finde die Crossbow nicht so gut zum Jagen. Oder generell mag ich die Crossbow nicht. Die ist mir, die macht zwar ordentlich Damage, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die ist halt ultra langsam. Bisher machen die vergifteten Pfeile schon einen Unterschied, speziell gegen Wiesent oder Bären. Ja, ja, also einen Unterschied machen sie schon. Ich finde den Unterschied halt einfach zu klein, um mir jetzt den Aufwand zu machen, da vergiftete Pfeile, oh, ein Zeltlager, vergiftete Pfeile herzustellen. Weil man müsste die ja entweder kaufen oder halt sich zumindest den Blueprint kaufen. Dann brauchst du aber noch den Blueprint für das Gift. Dann musst du erst noch die Tollkirschen sammeln. Und also der Aufwand im Verhältnis zu dem, was es bringt, langfristig, okay, macht es vielleicht Sinn. Aber jetzt so für kurz ist mir da der Aufwand zu groß. Aber wie gesagt, ist ja Geschmackssache, ne? Das kann ja, schätzt ja auch jeder anders ein. Schade, kein Rucksack. Das wäre nice gewesen. Ist noch irgendwas hier, was ich noch mitnehme? Ach komm. Das Brennholz nehmen wir auch mal mit, auch wenn es nicht so viel ist. Ultra langsam, aber zielgenauer als der Bogen. Ja gut, du hast halt nicht so ein starkes Schwanken, ne? Aber das, ich sag jetzt mal, wenn man den Dreh raus hat, ist das ja beim Bogen auch nicht so problematisch. Gewöhnt man sich dran. Aber klar, bei dem Bogen musst du halt gespannt halten. Das verbraucht natürlich viel, viel mehr Ausdauer als die Crossbow, die du dann einmal spannst und dann verbrauchst du ja keine Ausdauer mehr beim Zielen oder nicht mehr so viel. Das stimmt. Hast nicht so eine hohe Anstrengung und schwankst nicht so schnell. Da ist natürlich was dran. No. Geht, man muss mit dem Bogen schon höher halten, um die Reichweite zu haben. Ja klar, der Bullet Drop ist halt natürlich höher, weil du weniger Geschwindigkeit im Pfeil hast. Kommt halt auf die Entfernung drauf an. Muss man halt alles ein bisschen mit einkalkulieren, ne? Ich sollte da jetzt nicht, auch nicht den Mund zu weit aufreißen, weil ich habe halt so ein beschissenes Aim. Egal mit welcher Waffe, von daher. Black Lady, grüß dich, hi. Aber tendenziell, also wie gesagt, ich fühle mich mit dem Bogen wohler. Aber, ne? Wobei ich halt sagen muss, der erste Bogen ist halt auch schon relativ Schmutz. Aber besser als nix. So, Home Sweet Home. Recurve ist echt Bock. Ja, ich sag jetzt mal, schadenstechnisch macht der Langbogen mehr als der Recurve-Bogen. Ich persönlich bevorzuge aber auch den Recurve-Bogen für die höhere Schussrate. Welche Waffe ist langsamer als der Bogen? Die Armbrust. Also langsamer im Sinne von, das Nachladen dauert halt einfach länger. Also, ist ja auch tendenziell relativ logisch. Okay. Ja, ich weiß, es ist langweilig, wenn wir immer wieder dasselbe machen. Aber wir brauchen Wohnhäuser, Freunde. Wir müssen Holz hacken, wir brauchen Wohnhäuser. Und Bären sammeln müssen wir nachher noch. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal ein Wohnhaus und dann können wir Bären sammeln.
Micha, grüß dich. Wir brauchen halt Einwohner, um möglichst viel zu automatisieren hier. Ja, da kenne ich auch viele, die das so spielen, dass die quasi erst mit der Armbrust den ersten Schuss setzen und danach dann mit dem Bogen weitermachen. Einfach erstmal, um schon mal einen guten ersten Schaden gemacht zu haben, sozusagen. Aber ich bin kein Freund davon, mehrere Waffen mit sich rumzuschleppen. Aus Gewichtsgründen. Und mal davon abgesehen, haben wir ja eh keine Armbrust. So, jetzt am Anfang. Armbrust ist ja auch eher was fürs Endgame. Also Endgame. Muss man sich halt auch im Zweifelsfall halt kaufen. Selber bauen geht ja erst relativ schwer. Relativ schwer. Relativ spät, wollte ich sagen. Mach's wie in Minecraft. Ich spiele kein Minecraft. Also ich besitze Minecraft, aber ich glaube, ich habe in Minecraft ganze 10 Spielstunden. Ich habe das mal mit Ares zusammen ausprobiert. Also beziehungsweise Ares hat's gespielt und ich habe einfach mal so ein paar Runden, ein paar Stunden mitgespielt. Nee, Minecraft ist absolut nicht meins. Ich spiele Minecraft für Erwachsene, nennt sich 7 Days. Ich habe Onkel schon Minecraft spielen sehen. Ja, ich habe ja auch schon mal Minecraft gespielt, wie gesagt, mit Ares zusammen. Aber Minecraft ist irgendwie so gar nicht meins. Ja, Minecraft ist schon sehr, sehr kreativ. Muss man sich halt ein bisschen kreativ ausleben. Also Standard-Minecraft zumindest. Ich meine, durch die ganzen Mods und so kann man das ja auch storytechnisch ein bisschen. Aber jetzt mal so Minecraft so alleine gesehen, finde ich persönlich halt auch ein bisschen langweilig. Aber ist ja immer das, was man draus macht am Ende, ne? Medieval finden bestimmt auch einige eher langweilig. Kann ich mir gut vorstellen. Ist halt ein sehr, sehr gechilltes und ruhiges Spiel. So. Bisschen Platz lassen zu den anderen Häusern. Steine. Jetzt habe ich mich natürlich... Huch. Personal Space und so, junge Frau. Oh, wisst ihr, was wir ganz vergessen haben? Ich habe noch keine Werkzeuge gemacht hier für meinen Steinbruch-Dude. Das sollten wir jetzt erstmal in Angriff nehmen, fällt mir da gerade so ein. Sonst bringt mir das ja überhaupt nichts, dass wir jemanden im Grabungsschuppen eingestellt haben, wenn der nichts abbaut für uns. Das ist ja verschwendete Arbeitskraft. Medieval ist schon nice, nur das Bauen treibt mich in den Wahnsinn. Echt, dabei muss man eigentlich sagen, also bis auf das Platzieren der Gebäude, was ich noch sehr verbesserungswürdig finde, wobei sie das ja auch schon verbessert haben, finde ich das Bausystem in Medieval eigentlich super nice. Der Grundgedanke ist halt nice. Ich sagte, ich würde halt noch ein, zwei Sachen dran ändern wollen. Aber das ist ja das Schöne, die bauen ja immer noch an dem Spiel rum und
bringen Updates und alles. Da ist ja eh noch nichts in Stein gemeißelt sozusagen. Ich sag mal so, das Platzieren hat sich durch die Third Person schon etwas verbessert. Aber gerade bei großen Gebäuden finde ich das halt auch noch sehr problematisch. Ja, das zeigt nicht nur an, wenn es keine Werkzeuge hat. Das zeigt zum Beispiel auch an, dass ich in gewissen Betrieben keine Leute eingestellt habe. Also das sagt ja nur, dass in 6 Betrieben jetzt gerade bei mir die Anzeige aktuell keine Arbeit stattfindet sozusagen. Was in dem Fall bedeutet, dass da kein Mitarbeiter da ist, da Werkzeug fehlt, da kein Mitarbeiter. Da ist nicht mal eingestellt, dass irgendwas hergestellt werden soll und so weiter. Sagt halt nur, da stimmt was nicht, sagt er aber nicht, was nicht stimmt, sozusagen. Was ja okay ist, der Hinweis an sich ist ja schon gut genug. Aber deswegen ignoriere ich das so konsequent, dass das oben angezeigt wird, weil ich weiß, was schief läuft gerade. So, wir brauchen Spitzhacken. Dafür brauche ich Holzstämme, alles klar. Okay. Brauchen wir Holzstämme. Schaufeln brauchen wir aber auch. Dafür brauche ich auch Holzstämme. Wieso habe ich denn jetzt Stöcke geholt, wenn ich Holzstämme brauche? Okay, ich habe gedacht, für die Spitzhacke brauche ich Stöcke. So. Für die Werkzeuge nehmen wir uns mal. Ah, da bin ich natürlich wieder überladen. Okay. Dann machen wir mal zuerst die Schaufeln. 5 Stück ist okay. Das schon mal. Und dann nehmen wir noch mal 5 Baumstämme. So. Für Spitzhacken. Naja, Life is Feudal habe ich nie gespielt. Da kann ich nicht wirklich mitreden. Sag mal, fällt mir gerade ein, kann ich Spitzhacken nicht eigentlich auch im Inventar bauen? Ja. Total doof, hätten wir gar nicht dafür hierher laufen müssen. So, aber dann kann der Dude jetzt auch erstmal arbeiten. Und wir können uns erstmal weiter um die Hütte kümmern. Habe ich jetzt noch genug Steine einstecken? Wahrscheinlich nicht, oder? Brauchen wir noch ein paar. Hast du keine Sklaven, ey, Dorfbewohner? Ja. Ja, wie gesagt, das MMO von dem Spiel hatte ich mir eine Weile mal bei Ares angeguckt, aber das war ja super grindy. Da habe ich dann doch gesagt, nee, lass mal. Das wäre ja quasi nochmal ein Fulltime-Job gewesen, das Spiel zu spielen.
MMOSE-RIP. Ja, ich glaube, das gibt's nicht mehr, ne? Hatten wir, glaube ich, letzte Mal schon das Thema. Da liegen ja auch noch ein paar Bäume rum. Ich schmeiß dann aber die Bäume um und vergesse, dass sie da noch liegen. Ja, definitiv. Also für MMO ist immer Nachfrage da, ne? Auch ja in den verschiedensten Genren. Aber es ist halt, also ich sag mal so, wenn man halt ein MMO spielt, dann muss man sich da halt auch dann drauf konzentrieren. Das ist halt für mich schwierig, weil ich hab gerne die Abwechslung. Und da muss man sich halt wirklich die Zeit nehmen, um die zu investieren auch. Ich meine, das letzte Spiel, was ich jetzt noch so als MMO, also ist ja auch ein MMO, ne, aber das letzte Spiel, was ich so in die Richtung gespielt habe, war halt Destiny. Ne, das haben wir halt 2500 Stunden gespielt und davon halt 2000 Stunden im Stream. Ich muss auch sagen, ich tendenziell habe ich auch Bock mal wieder Destiny zu spielen, auch jetzt gerade wieder eine neue Season angefangen und das neue große Update angekündigt und so. Bock habe ich da schon, aber ich weiß halt schon genau, wenn ich wieder mit Destiny anfange, nach so 2, 3, 4 Stunden habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Irgendwie ist da die Luft raus bei mir. Ich weiß nicht. Gerade, ich habe gestern noch mal ein bisschen bei Andy Edition reingeguckt. Der Raid, der sieht schon wieder auch geil aus. Richtig Bock. Aber da muss man sich halt auch erstmal wieder hingrinden. Da muss man halt erstmal wieder die Zeit dafür haben. Das ist halt immer so ein Ding. Geht natürlich, also Destiny geht natürlich in eine komplett andere Richtung jetzt, aber mal so als Beispiel. Da muss man halt ein bisschen dranbleiben, ne? Und ein bisschen Zeit investieren. Die habe ich aktuell nicht für so ein Spiel. Weil ich aber auch immer so Suchtspiele spielen muss, wie Medieval Dynasty oder Farthest Frontier. Weißt du, da geht dann halt immer mal so ein ganzer Tag drauf und trotzdem hast du das Gefühl, dass du nichts geschafft hast. So, wir müssen mal kurz Tasche leer machen. Medieval ist auch so ein übler Suchttitel. Ja, definitiv, Emma Sieger. Definitiv. Ist eigentlich auch überhaupt nicht schlau, dass ich die zwei Spiele jetzt gerade so ein bisschen parallel spiele, weil die halt beide eigentlich so zeitaufwendig sind. Und Formel 1 spiele ich ja auch noch relativ aktiv. Da muss ich ja immer ein bisschen trainieren. Donnerstag ist wieder Liga-Rennen. Da fahren wir in Monza. Gut, Monza ist jetzt zum Glück keine hochanspruchsvolle Strecke.
Na, da fällt dem Onkel die Entscheidung schwer. Ja, definitiv. Alles zur Zeit so Zeitfresser, die ich spiele. Aber passt schon, ich stehe halt auf so eine Spiele. Das ist dann halt wieder die andere Sache. Das sind halt auch so Spiele, die mir Laune machen. Wo ich mich richtig reinsuchten kann. Haben die Boni verändert? Steinwände und Schindeldächer machen doch die meiste Zufriedenheit. Ich glaube nicht, dass sie das verändert haben. Aber ich baue die Häuser ja eh alle noch um, deswegen baue ich die jetzt nicht in der höchsten Ausbaustufe. Vor allem würde das ja mit Stein ewig dauern, direkt jetzt aus Steinhäusern zu bauen. Ist für mich jetzt gerade nicht effektiv. Außerdem betreibe ich hier aktuell noch strikte Ein-Kind-Politik. Deswegen auch nur die kleinen Häuser. Nee, aus Stein bauen wir dann, wenn wir die großen Häuser freigeschalten haben und auf die großen Häuser umbauen dann, dann baue ich aus Stein. Jetzt so für die kleinen Häuser. Die sollen gar nicht so zufrieden sein, die Leute. Wenn die zufrieden sind, dann kommen die nur auf dumme Ideen und kriegen Kinder. Ja, ja, Durst und Hunger haben wir auch schon wieder. Hab dich mal nicht so. Wir bauen jetzt halt gerade so, sage ich jetzt mal, die mittelmäßigen Häuser. Viel, viel wichtiger als die Zufriedenheit, die mir ist bei den Häusern. Und da würde natürlich Stein und Schindel und so auch wieder Sinn machen. Ist ja, dass die dann nicht so viel Brennholz verbrauchen. Das wäre eigentlich der viel, viel wichtigere Aspekt, aus Stein zu bauen. Ich habe eine Frau kennengelernt im Game und habe geheiratet. Wie kann ich jetzt ein Kind kriegen? Du gehst zu der hin und redest mit ihr und hast dann dort die Option zu sagen, wie sieht's aus, wollen wir nicht ein Kind haben? Und dann sagt die, ja klar, coole Sache, Kind, habe ich richtig Bock drauf. Komm mal so nach 19 Uhr in die Hütte. Und dann gibt's Rambazamba. Und schwupps, 3 Jahreszeiten später bist du Papa. So, jetzt trinken wir erstmal schnell was. Wie weiß ich, dass es 19 Uhr ist? Nicht, dass ich zu spät da bin. Es reicht ja nach 19 Uhr, auch wenn du 22 Uhr hingehst, ist das gar kein Thema. Du musst sie dann einfach nur, wenn es dunkel ist, wenn sie in der Hütte ist, nochmal ansprechen. Außerdem zeigst du die Uhrzeit, wenn du auf die Map guckst. Da, Tag 2, 14.56 Uhr. Ja, die Uhrzeit ist ja in der Regel auch nicht so relevant.
So, habe ich noch zwei Baumstämme einstecken? Wahrscheinlich nicht. Nein. So, dann machen wir die Hütte gleich fertig. Die zwei Einwohner für die Hütte, die werden wir aber erst in der nächsten Jahreszeit holen. Die restliche Zeit verbringen wir jetzt damit, noch Bären zu sammeln. Das ist gerade wichtiger. Und wir müssen gucken, ob unsere Frau noch Hilfe auf dem Feld braucht. So, kriege ich das noch fertig gebaut mit dem Hammer? Nice. Gut, einen neuen Hammer brauchen wir halt trotzdem. Gut, dann machen wir mal unser Inventar leer. So nehmen. So. Ja, fangen wir mal an mit Dünger, wa? Da. Also können wir uns ja eigentlich auch klar noch mal eine Holzhacke nehmen. So. Dann schauen wir mal. Das Feld machen wir, wenn dann, als letztes. Hier können wir noch mal düngen schon mal. Ja, meine Frau kommt hier anscheinend gar nicht so richtig hinterher. Was mache ich denn? Da wollten wir hin. Wie verdienst du eigentlich dein Geld, also in-game? Ja, aktuell ist noch relativ schwierig, da unsere Produktion noch nicht so richtig läuft. Aber erfahrungsgemäß in der Näherei zum Beispiel, die Ledertaschen sind ganz gut, weil Leder und Stöcke hat man eigentlich immer reichlich zur Hand. Ansonsten Flachs. Flachs ist halt super. Die Leinsamen bringen halt ganz gut Geld. Ja, verschiedene Sachen. Tränke. Wir werden... Ich lasse immer über Frühling, Sommer, Herbst Kräuter sammeln. Und im Winter werden dann Heiltränke und Gift hergestellt, womit man ganz gut Geld verdienen kann. Genau. So, was machst denn du hier gerade? Du pflanzt gerade Hafer an. Genau. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir hier noch den Flachs in den Boden kriegen. Das machen wir jetzt als erstes.
Am Anfang ist halt schwierig. Holzviolen waren mal der übelste way to go. Also Holzviolen sind auch aktuell, wenn man den Rohstoffbedarf nimmt, gar nicht so schlecht zum Geld verdienen. Aber da wird es halt über die Menge gemacht, weil du die halt die einzelne Viole nur für 1,5 Taler verkaufen kannst. Und die sind relativ schwer dann in großer Menge zu transportieren. Und ansonsten halt die ganzen Sachen, die ich unterwegs finde und nicht brauche, verkaufe ich halt auch. Ansonsten ist am Anfang natürlich auch gut, ich sag jetzt mal, wenn man noch keine NPCs hat, die was herstellen oder so, wenn man ganz am Anfang ist, so Steinmesser, das ist halt auch relativ schnell zusammengesammelt, das Zeug. Steinmesser gehen auch immer ganz gut. Wobei ich die jetzt halt eher für meine NPCs verwende. Weil die Jäger ja die Steinmesser brauchen. Leinsamen immer noch. Ja, Leinsamen ist irgendwie so ein Evergreen. Also ich finde Leinen halt sowieso generell ist das eine sehr, sehr gute Pflanze, wo man relativ schnell ran sollte. Weil du verdienst über die Seeds halbwegs gut Geld. Und du kannst dann halt Stoffsachen und so weiter draus machen. Also du kannst halt alles davon... Alles, was du mit Leinen und Flachs herstellst, ist eigentlich nicht das Schlechteste. Ich meine, klar, bei Getreide kannst du das Stroh auch weiterverarbeiten und so, ne? Aber halt natürlich nicht so flächendeckend wie bei Leinen oder bei Flachs, wie auch immer man da jetzt gerade das nennen möchte. So. Ja, komm, dann tun wir doch noch ein bisschen Kohle anbauen, vielleicht nicht alles. Aber dann können wir noch ein bisschen was dann vergammeln lassen. Wie viel Dünger habe ich noch? Ja, machen wir mal das halbe Feld. Ich glaube, das reicht dann. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Frage ist, tue ich da jetzt Bären sammeln? Ja, ich glaube, dann lassen wir das Bären sammeln ausfallen und tun halt den restlichen Kohl vergammeln lassen. Hoffentlich komme ich damit dann aus, was die Düngerproduktion für die nächste Saison angeht. Und ja, ich sehe, dass ich Hunger habe, aber die Jahreszeit ist eh fast zu Ende. Da geht sich noch aus mit dem Leben. Und beim Jahreszeitenwechsel werden wir ja eh wieder voll geheilt. Hallo Lea, grüß dich. Ja, da habe ich in Diplomatie habe ich noch keine Punkte verteilt, deswegen bekomme ich da noch nicht mehr. Ja, das stimmt. Kohl hat sich. Früher habe ich auch immer mein Geld mit Kohl verdient. Mit Kohlsuppen, aber das ist natürlich relativ schwer von A nach B zu transportieren. Rentiert sich das Vergammeln eigentlich? Ja, kannst du Dünger draus herstellen? Also ich sage jetzt mal so, wenn du von irgendwas zu viel hast, wie ich jetzt zum Beispiel Fleisch oder so,
dann ruhig vergammeln lassen. Dünger ist halt wichtig. Und Kohl hat halt vor allen Dingen noch den Vorteil, es bringt sehr viel Gammel, also sehr viel Verdorbenes. Und man kann Kohl im Frühling und im Sommer anpflanzen. Was halt dann nochmal eine gute Menge auch bringt. Ich bin nur gerade schon wieder zu doof, die Kohlsamen zu finden. Warum gibt's kein Scheißhaus? Ja, das wäre auch, ne, wenn du so ein Plumpsklo mitten ins Dorf bauen könntest. Könnte man ja auch bearbeiten. Ob man das will, ist natürlich eine andere Frage. Wird dann Dung aus Kohl? Na, Dung nicht, Verdorbenes, aber aus Verdorbenem kannst du auch Dünger herstellen. Also Dünger herstellen kannst du aus Verdorbenen und aus Dung. Dung wird aber in dem Sinne nur von Schweinen produziert oder du kannst es halt kaufen, aber rein was die Produktion angeht. Aber wenn du halt Lebensmittel verderben lässt oder die halt über Zeit verderben, weil du eine Überproduktion hast, dann wird da Verdorbenes draus. Im Mittelalter kam so die Pest? Naja, indirekt. Also dadurch, dass die Fäkalien halt einfach auf die Straße gekippt wurden, wurden halt Ratten angelockt und die Ratten haben dann halt die Pest gebracht, ne? Zu Römerzeiten wurde auch Urin für die Gerbereien gebraucht. Ja, nicht nur zu Römerzeiten, auch schon vorher. So wurde halt Leder gegerbt. Und ich denk mal auch, ja, also ich meine mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil es dafür chemische Stoffe gibt, aber ich glaube, das war sehr, sehr lange gängige Praxis. Was mache ich denn hier schon wieder? So, das können wir raushauen. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Wir können mal, wenn wir gerade dabei sind, weil wir haben ja gar nicht so viele Eimer. Wir müssen vielleicht auch mal noch ein paar Eimer herstellen, dass wir hier nicht alle Pupslangen die wieder mit Wasser füllen müssen. Ja, ja, Schweine sind... Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, also Schweine so zeitig wie möglich. Wenn du erstmal 3-4 Schweine hast, die Dung produzieren, dann hast du einfach ausgesorgt, was Dünger angeht. So, ja, das Fleisch lassen wir mal, weil wir da Kohleintopf noch dann draus machen wollen, aber die 148 Kohl, die lassen wir jetzt mal mit vergammeln. Die schmeißen wir hier mal zu den paar Bären, die wir schon gesammelt hatten, mit dazu. Oh, jetzt habe ich ihn gegessen, das wollte ich nicht. So. Gut. Ja, die Jahreszeit ist jetzt eh fast zu Ende. Dann können wir ja mal schlafen gehen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn nicht, dann ist auch okay. Wir sehen uns wieder im Sommer. Also, bis gleich.